Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ja, wir haben es getan. Wir waren campen in Corona-Zeiten. Uns hat es nach Luxemburg verschlagen zum Campingplatz Fußekaul. Auf der Hinreise sind wir über die Eifel gefahren und somit über Deutschland eingereist. Auf der Rückreise sind wir dann über Belgien wieder nach Hause gefahren. Wir haben für 2 Nächte und 5 Personen 52 Euro inklusive Strom bezahlt. Die Rezeption war offen, es darf halt immer nur einer eintreten und es besteht eine Mund-Nasen-Schutzpflicht, genau wie in Deutschland. Die hellgelben Bereiche sind die Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen, der Rest sind Dauercamper auf dem Platz. Das Restaurant ist aktuell bis 18 Uhr geöffnet, danach könnt ihr die Speisen noch zum Takeaway bestellen. Der Platz ist bekannt für sein großzügiges Kinderprogramm. Aktuell findet das allerdings nur im Outdoor-Bereich statt und wurde auch ein bisschen eingeschränkt. Das Schwimmbad ist noch zu aufgrund der Temperaturen. Die Trampolinanlage und alle Spielplätze sind offen, mit Ausnahme des Indoor-Spielplatzes, der natürlich aktuell unter den Umständen auch gesperrt ist. Wenn man den Kletterwall testen möchte, muss man dies vorher buchen. Hinten links in der Grillhütte auf dem großen Spielplatz findet manchmal auch ein Stockbrotbacken statt. Jeden Abend um 6:30 können die Kinder und auch Erwachsene eine Runde mit dem Trecker über den Platz fahren mit Musik. Wenn man als Erwachsener mitfahren möchte, ist das kein Problem, man muss allerdings dann einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Plätze sind großzügig angelegt. Es gibt normale Plätze und Komfortplätze. Auf den Komfortplätzen gibt es neben Strom auch noch Abwasser und Wasser direkt am Platz. Wir standen in direkter Nähe zum Waschhaus 3, das größte Waschhaus auf dem Platz. Die Waschhäuser sind aktuell geöffnet, natürlich mit Mund-Nasen-Schutzpflicht. Und wir würden einfach empfehlen, nicht in der Hochzeit dorthin zu gehen. Als wir jetzt da waren, hatte der Platz eine maximale Auslastung von vielleicht 40%. Dass uns jemand begegnet ist, war äußerst selten. Die Spülmöglichkeit als auch die Chemietoilettenentleerung findet ihr an der Rückseite des Waschhauses. Sollte es notwendig sein, findet ihr auf der Seite auch einen kleinen Waschraum. Findet ihr dann das kleine süße Kindersanitär. Wirklich gemacht. Eine kleine Fuchse. Und hinterm Waschhaus gibt es dann auch noch mal einen großen Kinderspielplatz mit einem kleinen Wasserspielplatz, der aber aktuell gesperrt ist oder noch nicht offen. Und es gibt verschiedene Waschhäuser hier auf dem Platz. Und wir befinden uns jetzt an diesem Waschhaus direkt bei uns in der Nähe vom Stellplatz. Möchtet ihr im Waschhaus die Dusche nutzen, dann müsst ihr euch vorab allerdings Duschmarken besorgen. Ich glaube, 1,20 Euro oder 1,30 Euro kostet eine Duschmarke. Wollt ihr aktuell nach Luxemburg reisen, empfehlen wir euch, euch am besten tagesaktuell zu informieren auf den jeweiligen Webpages eures Bundeslandes und dann einfach zu schauen, wie die aktuellen Bestimmungen für die Rückkehr aussehen.
Wir schreiben noch ein bisschen was in die Infobox unterm Video und wünschen auch euch einen tollen Kurzurlaub.